Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir den Microsoft Edge Browser in Windows 10 hier reparieren können oder sogar einmal komplett zurücksetzen, wenn wir damit Probleme haben, was auch immer für welche das sind. Vielleicht weil der sehr langsam geworden ist, Webseiten werden nicht mehr geladen vielleicht, bis hin zu, ja, wenn es ständig abstürzt und wir bekommen die verschiedensten Fehlermeldungen. Ja, wir haben einmal die Möglichkeit natürlich hier über dieses Menü hier, Einstellungen, die drei Punkte hier oben rechts, einfach einmal draufklicken, hier dann auf Einstellungen. Und hier haben wir zu löschendes Element auswählen, einmal draufklicken und hier können wir einfach über den Häkchen setzen, hier alles auswählen. Website-Berechtigung, genau. Und einmal löschen, ja, das wird vielleicht helfen, wenn der Browser ein bisschen langsam geworden ist, vielleicht. Aber wenn das, wie gesagt, ständig abstürzt und wir irgendwelche Fehlermeldungen bekommen ständig, dann wird das wahrscheinlich nicht helfen. Deswegen wollte ich euch zeigen hier eine Funktion hier, die finde ich ein bisschen versteckt ist. Ja, und womit wir unserem Browser hier nicht Microsoft Edge einmal, wir können einmal versuchen das zu reparieren und wenn das nicht funktioniert, dann können wir das, wie gesagt, auf die Default-Einstellungen zurücksetzen, das ist auf die Werkeinstellungen sozusagen, ja, dann ist aber auch alles weg, daran müssen wir denken. Und zwar haben wir jetzt hier über Einstellungen und hier irgendwas mit Apps hier, genau. Und genau, hier Apps und Features. Hier wählen wir unser Microsoft Edge, hier unseren Explorer, einmal draufklicken. Das dauert jetzt hier bei mir irgendwie ein bisschen. Genau, und hier haben wir erweiterte Optionen, ja. Und schon haben wir hier die Möglichkeit, hier steht nochmal alles, ja, wenn diese App nicht korrekt funktioniert, kann versucht werden, sie zu reparieren. Die Daten der App bleiben davon unberührt, also Favoriten und so weiter bleiben erhalten, ja, wir können einmal hier rüber versuchen und bei mir geht jetzt hier ruckzuck, weil ich hier nichts irgendwie verstellt habe oder eingestellt, personalisiert. Wenn das jetzt nicht funktioniert hat, wir können jetzt nochmal testen und wenn das Problem weiterhin besteht, dann haben wir hier die Möglichkeit einmal zurückzusetzen. Hier ist nochmal eine knappe Erklärung hier, ja, falls Microsoft Edge immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie den Browser zurück, dadurch gehen einige Daten verloren, einschließlich Browserverlauf, Cookies und Einstellungen. Ihre Favoriten bleiben jedoch erhalten. Okay, also die Favoriten bleiben hier auch erhalten. Und ja, einfach hier zurücksetzen, das dauert ein paar Sekunden vielleicht. Und schon ist der Browser zurückgesetzt und meistens sind dann die Fehler auch behoben hiermit. Wir müssen, genau, jetzt ist es durch, jetzt können wir einfach den Browser hier neu starten und schon ist das auf dem Default-Einstellungen zurückgesetzt und hoffentlich das Problem auch behoben, was wir hatten. Das das wollte ich euch nochmal schnell zeigen. Diese Option gibt es allerdings nur im Windows 10 hier ab eine neuere Version, glaube ich. Ich fand das ziemlich nützlich, vielleicht doch, diese Funktion hier, und dass sie ein bisschen versteckt ist. Deswegen wollte ich sie euch auch nochmal zeigen. Ich hoffe, dass es euch weiterhilft. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.